Das System, das sich hinter den öffentlichen Verkehrsmitteln in Tokio versteckt, scheint auf den ersten Blick kompliziert. Auf den zweiten jedoch leicht verständlich. Und das stellen wir jetzt unter Beweis. Wir befinden uns im Westen der Stadt, Nakano. Die Verkehrsmittel sind immer sehr gut ausgeschildert und die Eingänge schon von Weitem zu erkennen. Bevor ihr eine Fahrkarte kauft, müsst ihr wissen, wo es hingeht. Große Pläne des Verkehrsnetzes befinden sich in der Regel unweit der Automaten und sind zweisprachig gehalten. Wenn ihr eure Zielstation gefunden habt, steht der Preis gleich groß dabei. Die Fahrkartenautomaten lassen sich auch auf Englisch umstellen. Nun den zu zahlenden Beitrag auswählen, das Geld einwerfen und die Karte nicht vergessen. Bevor ihr zu den Bahngleisen kommt, müsst ihr eine Schranke passieren, die euch nur mit gültigem Fahrausweis passieren lässt. Einfach hineinstecken und auf der anderen Seite wieder entnehmen. Die Fahrkarte wird einbehalten, sobald ihr die nächste Schranke passiert und das Guthaben der Karte aufgebraucht ist. Nun geht es tief unter die Erde. Neben der JR-Line spielt die U-Bahn eine der wichtigsten Rollen, wenn es um den öffentlichen Nahverkehr geht. Am Bahnsteig selbst muss man selten lange warten. Die Bahnen verkehren meist im 5-Minuten-Takt. Wie in Deutschland auch, erst aussteigen lassen, dann selbst den Wagen betreten. Es gibt auch die Möglichkeit, eine aufladbare Chipkarte zu bekommen. Diese ist kostenlos und nützt gerade beim vielen Bahnfahren ungemein. Einfach aufladen, so weit fahren wie man möchte, und der Beitrag wird abgebucht. Außerdem sei gesagt, dass das Verkehrssystem in Tokio unglaublich gut funktioniert. Bei 3,1 Milliarden Nutzungen im Jahr, alleine auf die U-Bahn bezogen, eine organisatorische Meisterleistung.